Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Island bzw. Super Mario World 2. Ja, es ist schon ein bisschen her, dass ich hier das letzte Mal jetzt gespielt habe. Also mit Drachenarena dauert immer eine Zeit, bis man alle Videos hochgeladen hat und alles. Aber jetzt soll es hier mal weitergehen. Mit 3, 2, 1, hopp. Okay, hoffentlich bin ich noch nicht zu sehr aus der Übung gekommen hier. Du kannst so oft auf die Plattform springen, wie die Zahl dir anzeigt. Vorsicht, mit jedem Sprung verringert sich gleichzeitig auch die Zahl. Ja, eine kleine Einführung hier. Ach, das sind nur Münzen. Auf diesen Ballons können wir drauf und dann können wir uns hier nach oben steigen lassen. Da sind gleich mal zwei rote Münzen. Die ich mir. Oh, halt, stopp! So. Den wollte ich vielleicht auch noch gerne mitnehmen. Ich will natürlich immer noch gerne, wenn es möglich ist, die 100 Punkte machen pro Level. Oh. Ja, keine Sorge, unter uns sind ja noch. Ist ja noch kein Abgrund, da sind ja noch genug von diesen Plattformen. Man sollte hier nur nicht zu oft runterfallen. Noch die Blume einsammeln. Okay, sonst scheinen es nur normale Münzen hier zu sein. Man kann auch ganz lange hier drauf stehen bleiben und warten, bis man nach oben gebracht wird. Das dauert aber ziemlich. Wenn man ungeduldig ist wie ich, dann springt man von Ballon zu Ballon. Und diese Dinger können da runterfallen, also vorsichtig. Was haben wir hier denn? Ich glaube Heli-Yoshi, genau. Man muss hier ein bisschen aufpassen vor diesem Ding hier. Aber das haben wir 0,6 erledigt. Durch den Sternkreis. Und die drei roten Münzen hier oben sollte man nicht vergessen. Ja. Alle anderen Münzen sind so gut wie wertlos. Pass bloß auf vor diesem Feuer hier. Die können dann sehr schnell einfach darunter kicken. Ich bin da schon des Öfteren gestorben. Aber wenn man das hier richtig macht, dann kann man sich ein Leben holen. Aber ich hab's verkackt. Auf das Leben bin ich jetzt auch nicht angewiesen. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich genug. Autsch. Nein! Ah, scheiße. Ich habe mich mit der Blume ein bisschen vertan. Ich dachte, die ist nach einem Schlag, also nach einem Treffer ist sie tot. Und dann wollte ich da schnell die rote Münze einsammeln und bin dann voll in die Blume gesprungen. Aber hier verkackt man öfters. So, jetzt muss ich hier am besten ihn sofort abschießen. Mann, ich mach schon wieder den gleichen Fehler nochmal. Alles nur wegen der runden Mütze. Fuck. Scheiße, und er hat sich wieder regeneriert. Tja. Die 100 Punkte können wir uns wohl abschminken. Die rote Münze ist verloren gegangen. Und noch mehr von denen. Oh. Oha.
Nochmal von vorne das Ganze. Ey! Jetzt nehmen die Tode aber ziemlich zu. Das muss nicht sein. Aber mal eine neue Chance, ouch. Die rote Münze anzusammeln. Was war das denn? Oh, da war ja noch eine. Hab ich ja vorher immer übersehen. Ach, wieder nicht hingekriegt. So, das war's mit dir. Oh, fuck, der ist schon da. Nein! Alter, ich dachte, das spawnt erst, wenn, wenn ich auch da den Bereich betrete. Stirb. So. Irgendwie ist es gerade ein bisschen langsam und laggig hier. Jo. Schnell weg. Bevor das Ding austimt. Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied macht, ob man es schafft, irgendwie den... den da reinzuwerfen, wenn, wenn die Blume da gerade dabei ist, sich zu schließen, oder wenn es schon ganz weit offen ist, das Maul. Also, offensichtlich ist es natürlich schwieriger, da irgendein Teil reinzukriegen, wenn sie gerade dabei ist, das zu verschließen. Und man dafür dann belohnt wird, dass man es geschafft hat. Mit mehr Sekunden, das interessiert mich hier gerade mal. Ach, hier kommt eh, glaube ich, irgendwas, was ich... Man kann hier so einen Ballon aufblasen und dann kann man mit dem hier durch die Gegend fliegen ein bisschen. Und der hat ein ordentliches Tempo drauf. Eier, 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 aber ich habe genug schon. Mein Blume! Oh, wow. Oh. Man wird aus irgendeinem Grund hier belohnt, dass man hier so lange auf dem Ballon geblieben ist. Und irgendwie habe ich 3 rote Münzen vergessen. Schade. So wird es nichts mit den 100 Punkten. Aber wir können versuchen, die ganzen Leben, die wir verloren haben, wieder ein bisschen einzuholen. Ah, Man kann sich ja leicht ausrechnen, was die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass man hier alle 3 Marios frei rubbelt. Naja. 104 Leben, ey. Big Puschels Festung. Obwohl ich da gerade am Rubbeln war, habe ich drüber nachgedacht. Es ist schon mir schon mehr selten passiert, dass ich da überhaupt die 3, Oh.
Das hätte ich nicht erwartet, dass er da landet. Ja, wie gesagt, ich habe gerade schon überlegt, wie selten es mir passiert ist, dass ich da schon alle drei Marios freigerubbelt habe bei so einem kleinen Minispiel. Wie unwahrscheinlich ist es überhaupt, dann das im Lotto irgendwie zu gewinnen, ey. Das ist krass, das ist richtig krass. Also theoretisch müsste man ja 140 Millionen Mal oder sowas im Lotto mitspielen, um einmal den Jackpot zu knacken. Dadurch. Wow! Wow! Oh fuck, über den habe ich ja ganz vergessen. Und dadurch macht man natürlich viel, viel mehr Verlust. Okay, gut geschafft. Also, was ich sagen wollte, 140 Millionen Mal beim Lottospiel teilnehmen, macht viel, viel mehr Verluste, als man da irgendwie Gewinn durch den Jackpot machen würde. Tja, so ist das mit dem Glücksspiel. Sie würde es nicht geben, wenn sie sich nicht auszahlen würden, wenn sie nicht rentabel wären. So, es gibt ja jetzt irgendwie vier Türen, vier Bereiche, wo wir in jedem Bereich immer den Schlüssel finden müssen. Und am Ende müssen wir uns da mit vier Schlüsseln die Tür zum Boss öffnen. Und hier kann man ein bisschen wild mit den Eiern werden. Meine Münze, meine Sekunden. Münzen wollte ich schon sagen. Ich weiß gar nicht, ob es dem was ausmacht. Ne, dem macht es glaube ich nicht aus, wenn man ihn mit Eiern abschießt. Stirb. Oh, scheiße, ich hätte mir da irgendwie noch die Brücke lassen sollen, irgendwie, dass ich da reinkomme. Mal sehen, ob ich da trotzdem noch irgendwie hinkomme. Oh Gott. Ja. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Ey, jetzt komm schon. So geht das nicht. Scheiße, keine Eier mehr. Ja, ich glaube, es sind eh nur Sekunden. Oder? Na, wenn es eine Blume ist, dann wird's später dann schon noch auffallen. Und da war auf jeden Fall eine Blume drin hier. Wow, bloß nicht an die Stacheln springen, sonst ist man sofort tot. Ich brauche wieder mehr Eier. Vielleicht kann die hier benutzen, um Eier zu generieren. Jetzt tragen diese Wichte sogar schon rote Münzen. Ist das denn die Möglichkeit? Okay, hier war ein Schlüssel drin. Nein. Okay, wir sind im Bereich hier fertig. Ach, so sollte das eigentlich nicht laufen. Oh, flieg doch nicht so weit weg, Mario. Oh, toll, jetzt kann ich hier unten nochmal langlaufen. Scheiße. Ich hasse diese Kerle.
Ich hasse sie abgrundtief. Wir haben noch nicht mal ein Viertel dieser Burg geschafft. Die dauert ein bisschen. Jetzt, warte, komm hier. Ich weiß gar nicht, wo der Unterschied ist, ob die Dinger einen blauen Fall tragen oder so einen braunen irgendwie. Oh, der timed out. Also die bleiben nicht ewig da in der Luft. Aber gut, mit dem kann man jetzt eh nicht irgendwie großartig durch die Gegend fliegen. Nein! Scheiße, da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass der da runterfällt. Ich glaube, man sollte die eierintensiven Stages hier schon zuerst machen, weil je mehr Schlüssel man mit hat, desto weniger Eier kann man hier noch mit sich tragen. Wenigstens wird man ja ordentlich mit Sekunden versorgt. Ich meine, da oben wäre irgendwo noch was gewesen, aber ist auch nichts Wichtiges wahrscheinlich. Oh, die Lava. Ah, scheiße, ich hätte die Tür knacken sollen, da hätte ich schon mal einen Sternkreis irgendwie freischalten können. Weil hier kann man ziemlich leicht abkacken. Und dann kann ich das Ganze normal machen. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Okay, das ist ziemlich langsam hier. Oh, das ist fies. Perfekt getimed. Oh nee. Oh doch, warte, ich komme hier einfach rüber. Ich komme einfach so rüber. Ich brauche das Ding nicht. Die kann ich mir so holen. Sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht seine Lava in die Fresse kriegt. Also schnell hier rüber. Oh. Boah. Huh. Das wäre jetzt ein Problem gewesen, wenn man keinen Eimer gehabt hätte, ey. Okay, man muss die Schlüssel natürlich nicht mit sich schleppen die ganze Zeit. Man kann ja immer schon ein paar Türen offen machen. Dumm von mir, das nicht zu bedenken. Okay, wir haben jetzt hier einen Sternkreis geholt. Und damit erstmal den Fortschritt gespeichert. Ein Bereich ist noch zu erledigen, dann können wir dem Boss gegenübertreten. Ach.
Ich spiele jetzt übrigens vermehrt Warcraft 3 wieder. Es macht mega Bock, das Spiel. Auch jetzt im Battle.net, also über Multiplayer. Was mega schwer ist. Ich wäre gern so gut wie diese. Wie diese ganzen Profis da. Oh, wow. Warte mal, ich versuche die rote Münze da hinten irgendwie so zu erwischen. Oh, scheiße! Wow. Kacke. Und es ist jetzt gut, dass ich daran gedacht habe, hier abzuspeichern. Na, jedenfalls. Ich spiele jetzt immer erstmal im 4 gegen 4, damit meine Noobigkeit im Warcraft 3 dann nicht so auffällt. Offensichtlich ist das Spiel wirklich schon saumäßig schwer, wenn man es gut spielen möchte. Es hat echt Anspruch. Vor allem, weil es so viel. Man kann ja nicht pausieren. Es läuft alles so viel gleichzeitig, aber man muss immer alles sofort kontrollieren, alles sofort hinkriegen. Okay, ein Ei habe ich noch. Nein. Und gerade hatte ich es beim ersten Versuch hingekriegt. So, jetzt aber. Bring mich einfach hier hoch. Du Mistding. Aha. Okay. Rechts oder links? Ich will erstmal rechts. Dum dum da. Außer wie man sieht, macht es wohl keinen Unterschied, wo man lang geht. Und ich möchte schwören, dass da unten ein Stacheln oder Lava ist. Das ist auf jeden Fall irgendwas, was mich sofort tötet. Hä? Vielleicht doch nicht. Also habt ihr diese eine Tür dann noch gesehen da? Ich glaube, da ist irgendwo noch so ein Bonus versteckt. Also diese eine. Auf. Scheiße. Also diese eine Tür, die da so ein Kreuz drauf hatte noch, bevor ich da mich entschieden habe, ob ich rechts oder links gehe. Auf. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch eine rote Münze versteckt war. Na, jedenfalls. Vielleicht ist sie. Vielleicht kommt die jetzt. Ah ja, da ist sie. Dann haben wir ja alles. So. Und ich bitte um einen Sternkreis. Genau, danke. Dann können wir die Burg ja wenigstens auf 100 Punkte machen. Ich glaube, der Gegner ist auch nicht so schwer. Du kleiner Wicht, Puschel wird dich plattstampfen. Du wirst danach aussehen, als ob dich eine Dampfwalze erwischt hätte. Das wollen wir ja mal sehen, welche wen platt macht. Wo ich jetzt, wo er da irgendwie. Ja, also man muss hier einfach nur mit dem Stampfer hier. Nein, und schon verkackt. Lass ich mich jetzt sterben? Naja, keine Lust. Ich mach die Welt eh nicht auf 100%, also was soll's. Oh, ha! Ich wusste gar nicht, dass man die so durch die Gegend schießen kann.
Obwohl, sagte Dampfwalz, das ist nämlich dann gestern Abend. Da war Champions League mit Real Madrid gegen Moskau. Ja, der Kommentator hat auch gesagt, Real Madrid geht wie eine Dampfwalze durch die Liga. Also sie gewinnen ja eigentlich nur noch jedes Spiel. Ronaldo ist so ein Gott. Das ist unglaublich. Ja, offensichtlich kann man das machen, den letzten ihn verschlucken und ausspucken. Oder zum Ei machen. Alles klar. Wie war meine Score bisher? Davor hatte ich um 100 Punkte gemacht, immerhin. Ach, egal. Gut, im nächsten Video soll es dann mit den nächsten beiden Leveln weitergehen. Bis dann.